Also zunächst muss ich sagen, er war sowas wie ein väterlicher Freund zu mir. Als ich beim Bayerischen Rundfunk angefangen habe, war er gerade bei Bayern München. Das ist lange her, 1970, 71. Und er kam da immer sehr offen auf mich zu. Und ich finde, er war der erste Trainer, der eigentlich erkannt hat, dass Medienarbeit sehr wichtig ist im Fußball. Aber er war ein Mann des klaren Worts, er war sehr emotional, er konnte eine Mannschaft aufrütteln. Er war nicht der große Taktiker, das kann man nicht sagen. Aber er konnte einen Spieler stärker machen durch Emotionalität, durch Ansprache. Ein großartiger Mann, keine Frage. Ja, ich glaube, Udo hat Maßstäbe in der Bewertung und der Analyse von Fußballsituationen geschaffen. Und ich glaube, davon profitieren wir alle, die hier auf dem Stuhl Platz nehmen dürfen, konnten sich eine Scheibe von ihm abschneiden, bestimmte Dinge eben auch anzusprechen und zu sehen. Und da hat er für alle Experten, die es heute im Fußball gibt, glaube ich, Maßstäbe gesetzt, an denen wir uns auch immer orientieren sollten. Sehr offen, sehr direkt, sehr ehrlich, aber auch sensibel. Also eine tolle Persönlichkeit mit einer unglaublich positiven Ausstrahlung. Und ich habe ihn kennen und schätzen gelernt. Er war immer authentisch, er hat immer seine Meinung vertreten und vor allem hat er auch zugehört. Es war jetzt keiner, der hier einen Monolog gehalten hat. Er war unterhaltsam, weil Fernsehen soll ja unterhaltsam sein, auch wenn wir hier über Fußball reden, soll es unterhaltsam sein. Und da bin ich beim Thomas. Herr Udo hat da einfach Maßstäbe gesetzt und hinterlässt da eine große Lücke. Großartiger Mensch, keine Frage. Ich glaube, ja.